Wir befinden uns hier an der größten, erhaltensten Memelorgel in Greifswald. Die noch größere Memelorgel in Stralsund konnte leider nicht erhalten werden. Aber diese ist auch vom Prospekt her komplett original und kommt fast komplett klingend. Der bedeutende Orgelbauer Memel hat hier in Pommern über 45 Orgeln gebaut, allein in Pommern. Ich liebe seine Orgeln. Die sind vom Klang her sehr orchestral, warm, weich, zart, füllig, süffig, aber eben wie gesagt auch sehr farbenreich, sehr warm und weich. Sie ist auf jeden Fall eine Charakterorgel, für die man durchaus mal was stehen und liegen lässt, um hierher zu kommen. Sie steht auch außerdem in einer fantastischen Akustik. Schöner Nachhall, da es eine Hallenkirche ist. Frisch restauriert auch. Und diese Kirche hier, St. Marien in Greifswald, wird von den Greifswäldern die Dicke Marie genannt. Ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Während der Motor hier langsam anläuft, sieht das hier so aus, als würden sich jetzt hier Schubladen für Reis und Mehl öffnen. Wie aus einer Puppenstube. Dies hier ist eine wunderbare Bankkonstruktion, die sich natürlich nicht verstellen lässt. Wir haben hier Sperrventile, die müssen immer gezogen bleiben, ähnlich wie bei der Ladegastorgel in Merseburg und andere große romantische Orgeln. Denn Memel hat ja bei Ladegast gelernt und Ladegast wiederum kannte sich mit französischen Orgelbauern aus, war ja auch bei Cavicol. Man muss sich mal diese wundervolle Rohrflöte anhören. Schwergängigen Touch wie ein altes, etwas schwerfälliges Klavier oder eben wie diese wundervollen romantischen Ladegastorgeln ebenfalls haben. Oder auch natürlich die Trostorgel in Waltershausen. Ich liebe diesen schwergängigen Touch.